Herzlich willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom. Was steht denn heute wohl Schönes an? Wir hatten ein paar Kreuze hier im Untergrund gefunden, die ziemlich erreichbar aussehen. Also die hier vielleicht nicht unbedingt noch nicht. Oh, so riesengroß ist die Karte anscheinend auch gar nicht. Aber was machbar aussieht, ist dieses Kreuz. Und genau das werde ich jetzt mal anvisieren. Das hat ja schon super geklappt. Und nach dem Intro geht's im Untergrund weiter. Das ist doch mal ein richtig krasser Wechsel hier, ha? Von Himmel in den Untergrund. Okay, so ungefähr in die Richtung müsste es gehen. Da ist auf alle Fälle ein Schrein. Aber wenn ich das hier so richtig sehe, hat das ja irgendwas mit diesen Figürchen zu tun, oder? Die gucken alle in die andere Richtung. So, jetzt pass mal auf. Erstmal das Erste, wenn man hier im Untergrund unterwegs ist, ist schon mal, dass man sich passend kleidet. Heißt, per se brauche ich schon mal Licht. So, sortiere nach am häufigsten verwendet. Ich glaube, das bringt mich am meisten weiter. Untergrundpferde. Habe ich die Viecher schon? Stahlpferd. Ja, jetzt haben wir es auf alle Fälle. Für meinen Geschmack gibt es hier viel zu viel Miasma. Ah, guck mal, ich finde den Anzug hier echt gut. Das finde ich schon mal echt gut hier mit dem Anzug, so dass der dann so ein bisschen leuchtet und mir dann Licht spendet. Das finde ich voll korrekt. Thank you.
Schwarzer Bocklin haben wir auch fotografiert. Sehr schön. Du kannst mir auch mal ein bisschen helfen. Ja. Was ist das denn? Okay, Ritterschild. Wow, 40. Jetzt helfen wir mal eben. So, schaffe ich das jetzt noch oder schaffe ich das jetzt nicht? Komm, den kriege ich auch noch kaputt. Oh.
Und da opfern wir eine Fee. Mist. Das war ein Explosionsding. So ein Käse, ey. Ich glaube, ich muss hier bald neue Feen besorgen, wenn das weiter so geht. Mine im Tillotal, Hyrule Untergrund. Eine Reiselanze. So, was ist jetzt mit meinen Waffen? Okay, so, und das ist jetzt anscheinend eine Mine hier, ne? Oh, was werden wir finden? Zeitgewand. Der Held, der durch die Zeit reiste, soll es getragen haben. Auf sonderbare Art und Weise scheint es sowohl Kindern als auch Erwachsenen zu passen. Hey, das ist geil. Das ist mal eine geile Idee. Das ist das klassische Gewand. Jetzt sehen wir aus wie Link, hä? Okay, eine Kleidung, die völlig irgendwie völlig klassisch einfach nur ist. Das ist der einfache Retro-Look. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Kann man hier irgendwas abstauben? War jetzt eh schon kaputt. Glaube, kann bald auch mal wieder zu so einem Eintauscher gehen, ne? Thank you.
ich würde mal sagen, echt gut, dass ich mir so viele Hammer zum Minenbau gebaut habe. Weil diese Hämmer helfen uns jetzt natürlich hier ein bisschen zu farmen. Wofür auch ich immer diese ganzen Irrlichter brauche. Meine Konstruktbogen aus, wenn ich das mal so anmerken darf. So, und noch ein bisschen Heilung. Das ist schön. Nabahi Iquad-Wurzel. Oh, das hat jetzt... Das hat jetzt aber richtig was gebracht. Ist die Mine. Hier ist ein... Ah, guck mal, da ist der See oben drüber. Klar, da gibt es hier unten drunter nichts zu holen. Aber ansonsten haben wir jetzt hier richtig, richtig Licht gemacht. So. Leider sind die... Leider sind hier unten die Dinger alle so weit weg, dass es sich dann noch nicht lohnt anzurücken. Da ist die Mine, wo ist denn die Zentralmine? Das ist das große Ding hier, ne? Genau, da setze ich jetzt auch nochmal an in der Zentralmine, damit wir Energie schon mal wieder eintauschen können. Ja, und ich weiß, hier unten in der Zentralmine ist auch das Lager der Jäger, aber da komme ich ja noch nicht hin im Moment. So, dann wollen wir mal gucken. Okay, einen großen. Ah, sehr schön. Und jetzt schlagen wir mal den kleinen mal zu. 30. Upp. Dann haben wir 60, 40 fehlen noch, um wieder eine Batterie aufbauen zu können. Okay, so, jetzt wieder in die oberirdische Geschichte. Ist die Frage, versuche ich mich an der Quelle der großen Fee einmal? Oder gehen wir hier straight weiter, um die Dinger zu holen? Eigentlich wollte ich ja hier oben hin. Okay, da die Folge fast vorbei ist, gucken wir mal, ob wir zur großen Fee einfach so durchkommen.
Oder ob es kompliziert war. Das so gerade gar nicht mehr im Kopf. Und dann sollten wir uns langsam wirklich auf den Weg zum Weisen des Wassers machen. Stimmt, da war was. Aus der Mine wieder raus ist, sollte man auch wieder seine richtige Kleidung anlegen. Klettertempo oder bei Nässe werden wir nicht gekürzt. Na. Jetzt wird's lustig, nach Set sortieren. Mit so viel Energie ist es doch schon wesentlich angenehmer, wieder hier sich zu bewegen, weil man einfach viel schneller ist. Okay, das ist wieder ein Stein, aus dem man eine Axt machen kann. Brauchen wir im Moment. Ein Krog. Ja, das waren jetzt aber süße Hinweise mit den Pfeilen, oder? Ah, guck mal, da unten ist der Feenschrein. Oh, das sieht so schön aus hier. Da ist der Feenschrein. Die Fee können wir nur befreien, wenn wir auch am Stall was haben. Und jetzt kommt wieder die große, große Frage. Da oben, oh, da ist der Schrein. Ja, super. Das wird jetzt ein bisschen problematischer.
Also, wenn ich keine Stelle finde, wo ich ausruhen kann, wird das eine verdammt harte Nummer. Das ist hier gerade Gold wert. So, jetzt nehmen wir mal den hier. Damit klettern wir nämlich deutlich schneller. Hä? Solange es nicht regnet, ist das nämlich auch die beste Wahl zum Klettern. Folge auch gleich wirklich um, aber immerhin, wir haben dann auch den nächsten Schrein in der Nähe der großen Fee. Das macht doch vieles deutlich einfacher. Etzhose-Schrein. Upp, den aktiviere ich natürlich noch. So, und dann würde ich doch sagen, für die nächste Folge ist der Weg schon mal ganz klar vorgezeichnet. Es wird dieser Schrein werden und wenn wir den Schrein hoffentlich fertig haben, wird es danach hier unten zu dem Stall gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir eine Aufgabe kriegen für die große Fee. Jetzt bin ich natürlich wieder an einer völlig anderen Stelle. Das ist aber auch kein Problem, weil hier unten irgendwo sollte noch ein Weiser sein. Also wir haben hier oben einmal noch garantierten Weisen. Wenn wir uns die ganzen Aufgaben suchen. Ich glaube, ich habe im Moment gar keine Aufgabe aktiviert, ne? Es wurde kein Ziel festgelegt. Schade. Völlig aus der Reihe. Das ist hier. Da. Oh, ich dachte echt, hier wäre das. Ich habe mich schon gewundert, wo die Wüste bleibt. Oder hier. Und dann ist ganz klar. Also, Aufgabe die nächsten 2, 3, 4 Folgen. Diesen Schrein besuchen. Und danach geht es hier oben weiter, um das zu klären. Aber vielleicht fange ich auch hier an und arbeite mich von oben rum. Das, wie gesagt, ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben. Noch könnt ihr das ja vielleicht beeinflussen. Also in dem Sinne, bis bald, bleibt gesund, schaltet wieder ein und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.